Einen fetten Eggemöltikus von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und das geübte Auge wird es erkennen, es ist Battlefield Hardline. Ja, da denkt man erstmal so, hä? Battlefield Hardline ist ja schon ziemlich lange draußen und das letzte Video dazu, wir hatten glaube ich nur 2 oder 3 dazu gemacht. Das kam vor sehr, sehr lange Zeit raus, aber im PlayStation Store ist momentan dieser EA Sale, also so bis zu 60% reduziert. Und da ist einfach auch Battlefield 4 bei gewesen, das habe ich mir wieder zugelegt. Und Battlefield Hardline jeweils für 5 Euro nur, im Pack zusammen sogar nur 9. Da dachte ich mir, hat es ja eigentlich Spaß an dem Spiel und für einen Fünfer kannst du es dir geben. Und ja, dann habe ich gerade mal wieder gestartet und habe hier hart gesehen, ich habe richtig viele Battle Packs am Start, ja. Und dann dachte ich mir, ja, könntest doch mal ein paar davon öffnen, vielleicht kriegst du ja geilen Shit. Und vielleicht kommt das ja auch bei euch gut an, wenn ich hier so ein paar, ja okay, kam eine Scheiße. Alter, das wird so ewig dauern. Okay, das ist nice. Gutschein für ein Team-Outfit. Alter, das wird einfach so fucking ewig dauern. What the fuck, Mann? Ich habe jetzt noch 30 Stück von denen und habe ich noch 26 von den anderen. Oh, eine Autolackierung. Das ist nice. Jo, und da kommt direkt das nächste. Ja, Mann. Und ja, wenn ihr irgendwas sehen wollt, könnt ihr ja Pause machen. Ich werde das mal ein bisschen schneller machen, weil sonst hängen wir hier echt noch in 5 Jahren. Und ich glaube, keiner will 5 Jahre. Alter, nice Messer. Nice. Richtig nice, Alter. Kriege ich direkt so einen geilen Shit. Wobei, natürlich, ich habe mir die Version geholt. Oh Gott, wie hieß die? Deluxe Ultimate fucking Hurensohn Edition oder irgendwie sowas hieß sie. Und da kann ich mir, da sind halt alle DLCs mit bei. Und dann kann ich mir einfach ein Karambit kaufen. Und ich glaube, da würde ich mir eher das Karambit kaufen, als ich das Zielmesser da benutzen werde. Denn ich stehe auf Karambits, ehrlich gesagt. Ich spiele ja auch so Counter-Strike nebenbei, mal so ein Ründchen. Bin jetzt übrigens Gold Nova 3, wen es interessiert. Und ja, dadurch, bei Counter-Strike kommt halt irgendwie so ein Feeling auf. Oh, nice, ein Golfschläger. Irgendwie so, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber du möchtest halt irgendwie gerne Skins haben. Du hast halt irgendwie so ein Trieb in dir, Junge, Skins! Und aus Kisten kann man natürlich dann auch Messer ziehen und so ein Shit. Und so ein Counter-Strike mal so ein Karabin zu haben, Alter, wäre das geil. Oh, das ist nice. So, 12 Stück haben wir hier noch. Was ist das denn? Schweingraffiti-Abzeichen. Bäh. 12 Stück. Yay. Alter, wie viele Gutscheine ich hier krieg, ne? Ja, übrigens sieht man unten rechts, ich bin Rich Boy. Ich habe 419.000. Aber, oh, noch ein Messer. Alter, jetzt geht's ab. Allerdings werde ich mir natürlich noch ein paar Waffen holen, denn die DSC-Waffen, die muss man sich natürlich trotzdem noch kaufen. Die kriegt man nicht kostenlos. Das heißt, das Geld werde ich brauchen. Denn da sind ja doch einige Waffen zugekommen mit den DLCs und auch kostenlose. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitgekriegt, denn bevor die DLCs gekommen sind, habe ich glaube ich schon aufgehört mit Hardline. Ich hatte das eine Zeit lang richtig gesuchtet, hatte auch Spaß an dem Spiel, aber irgendwann war halt die Luft raus. Kannst du nichts machen. Und ich glaube, das hatten auch richtig viele bei Hardline. Aber man muss den Entwicklern eigentlich auch nicht zu böse sein, denn es ist das erste Battlefield, was so in die Richtung gegangen ist, so richtig Close Combat, so mehr in Richtung COD. Wobei du natürlich trotzdem noch deine ein oder andere Map hast. Oh, was ist hier denn jetzt? Operator Ausrüstung Slot 5. Ah, okay. Alter.
Jetzt habe ich vergessen, wo ich aufgehört habe zu reden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ich aufgehört habe zu reden. Dann lese ich mir die durch und dann weiß ich es wieder. Aber leider kommt das ja ein bisschen zu spät. Ja, man hat natürlich auch Maps hier, das habe ich den Faden wiedergefunden, wo man doch ein bisschen weitere Ranges hat, aber eigentlich ist es ja doch eher Close Combat. Und ja, geht halt mehr so in Richtung COD, so ein COD-Battlefield-Mix irgendwie so. Aber es ist ja auch das erste Spiel gewesen, das erste Battlefield, was in diese Richtung ging. Das heißt, man wusste halt noch nicht, wie man was machen sollte oder sowas. Es war ja auch nicht DICE, die das entwickelt haben, sondern Whiskable Games. Und die haben natürlich Battlefield 4 im Vorlauf gehabt. Und da muss man natürlich sagen, da mussten die riesengroße Fußstapfen treten. Battlefield 4 und Battlefield 3. Mit Battlefield 3 habe ich angefangen. Echt geile Spiele gewesen. Und Alter, die ist auch nice, Etano. Vielleicht wird es ja irgendwann Hardline 2 geben. Und wer weiß, was sie dann besser machen. Denn man kann ja auch andere Spiele angucken. Watch Dogs zum Beispiel. Das war das erste Spiel, was so in Richtung Hacking ging, meines Wissens. Und das war halt so Hacking plus GTA ein bisschen. Und mir hat das Spiel persönlich Spaß gemacht, aber es hätte doch hier und da ein bisschen besser sein können. Jetzt kommt ein Watch Dogs 2 raus und ich denke mal, das wird ordentlich besser werden. Das werde ich mir auch, denke ich, zulegen. Und ja, wenn man auch mal Titanfall anguckt, Titanfall 2 kommt ja jetzt auch raus. Titanfall 1 konnte ich leider nicht spielen, da ich weder Xbox habe noch einen fähigen PC dazu. Aber ich habe ein paar Videos dazu geguckt bei einer YouTuber-Gruppe, Pizmeet heißt die. Wahrscheinlich kennen hier ein paar welche, die sind schon relativ groß, haben über 2 Millionen Abonnenten. Und ich habe da gerne zugeguckt und mich selbst reizt das auch, dass man so einen Titan hat halt. Wo du reingehen kannst und dann kannst du damit durch die Gegend ballern. Da kommt irgendwie so ein bisschen Transformers-Feeling bei mir hoch. Und ich mag Transformers. Und ich mag Titanfall. Und ich mag Battlefield. Und ich mag Watch Dogs. Ein Hahnabzeichen, Alter. Ja, da pfeift gleich der Hahn. Oh, shit. Aber die habe ich, glaube ich, schon. Die habe ich mir, glaube ich, schon mal gekauft. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Schaltkreistarnung herausfordern. Ja, zu Battlefield 4 werden auch ein paar Videos kommen. Oh, ACWR. Die ist, glaube ich, mit einem DLC erschienen oder sowas. Das heißt, die, da habe ich mir, glaube ich, ein bisschen Money gespart jetzt. Oh, okay, muss doch nicht rübsen. Entschuldigung. Ja, oh shit, Alter, wir sind hier durch. Wir haben alle Packs geöffnet und das in fast 9 Minuten. Alter, jetzt muss ich hier erstmal gucken, was ich hier alles gekriegt habe, aber das möchte ich nicht jetzt machen. Denn das Video ist hier jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und ja, also wie gesagt, zu Battlefield 4 werden noch ein paar mehr Videos jetzt mal kommen. Die werde ich mit Lewe zusammen machen. Und zu Hardline auch. Eventuell kann ich Maurice noch dazu holen. Und dann habt ihr halt mich und Lewe bei Battlefield 4 und mich und Maurice bei Battlefield Hardline. Aber mal gucken, eventuell muss ich Hardline auch alleine machen. Muss ich mal fragen, wie Maurice dazu steht, ob er Bock dazu hat. Und ja, warum überhaupt hier jetzt so viel Battlefield wiederkommen soll in demnächst. Wir hoffen übrigens erstmal natürlich, dass ihr Bock drauf habt. Wir haben natürlich alle fleißig mitgekriegt, dass ein gewisses neues Battlefield rauskommt, Battlefield 1, welches im Ersten Weltkrieg, nee, shit, Zweit, oh fuck, Alter, da haben wir ja was eingebaut, nee, Erster Weltkrieg, man sollte sich immer erst informieren, bevor man irgendwas labert, aber es ist der Erste Weltkrieg, oder? Ich glaube, es ist der Erste Weltkrieg. Bitte tötet mich nicht, wenn ich gerade was Falsches sage.
Ja, und wir wollen halt zu Battlefield 1 ein gewisses Road to Battlefield 1 machen. Oder keine Ahnung, wie wir das noch nennen werden. Vielleicht so Prepare Your Anus for Battlefield 1 oder so ein Scheiß. Da fällt uns schon noch was Lustiges ein von Namen her. Oh nee, das wollte ich gar nicht, aber egal. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr Bock darauf habt, dass ihr uns fleißig dabei unterstützen werdet. Mit Kommentaren, allgemein erstmal mit Aufrufen natürlich. Likes eventuell sogar und vielleicht kommt ja auch das ein oder andere Abo dazu. Zu den Abos muss ich auch erstmal wieder ein großes Danke an euch rausgeben, denn in letzter Zeit kommen ja doch das ein oder andere Abo neu dazu und das freut uns natürlich immer wieder sehr, wenn wir sehen, dass Leute auf unseren Kanal finden und uns dann auch mögen und ein Abo da lassen und eventuell sogar später nochmal vorbeischauen, wenn ein neues Video rausgekommen ist. Und daher erstmal ein großes Dankeschön dafür. Alter, ich habe eins übersehen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden. So. Aber ich weiß, man kann hier irgendwie verkaufen und fünfmal dasselbe oder so brauche ich ja nicht. Aber das mache ich nicht jetzt. Das Video ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon findet, dass wir so ein Prepare Your Anus for Battlefield 1 machen. Und ob ihr das gerne sehen wollt, ob euch das kleine Pack-Opening hier gefallen hat, auch wenn es in Counter-Strike natürlich ein bisschen spannender ist, weil es da geileren Shit gibt. Und da gibt es natürlich auch um echt Geld. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst in Form eines Kommentars bzw. eines Likes. Am besten natürlich beides, was gut ist, was wir besser machen können. Wie ihr dazu steht, ob ihr euch auch auf Battlefield 1 freut eventuell. Und ansonsten natürlich auch immer wieder gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss!